Österreichs U21 Fußballnationalteam steht in der Qualifikation für die EM 2019 vor einem echten Finale. Am Freitagabend beendete die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch den Lauf der zuvor makellosen Serben mit einem 0:0 in Novi Sad. Während Serbien durch das Remis das Endrundenticket bereits in der Tasche hat, muss für Österreich im abschließenden Spiel gegen Russland ein Sieg her. Um den Sprung ins Playoff der vier besten Zweiten der neun Gruppen noch zu schaffen, benötigt die ÖFB-Auswahl am Dienstag in St. Pölten 18:00 Uhr Zähler. Dasselbe gilt auch für die punktegleichen Russen, die ihre Chancen mit einem 5:1 gegen Mazedonien am Leben hielten. Im Playoff werden Mitte, Ende November die letzten Plätze für das Turnier in San Marino und Italien im kommenden Jahr ermittelt. Alexander Schlager großer Rückhalt. Die ersatzgeschwächten Österreicher, neben Verletzten fehlten auch die zum A-Team aufgerückten Konrad Leimer und Maximilian Wöber, hielten die Partie beim souveränen Tabellenführer von Beginn an offen. Sandy Lovric gab in der 10. Minute den ersten Warnschuss der Gäste ab. Bei miserablen Platzverhältnissen legten die Serben mit Fortdauer der Partie dann zu, Österreich hatte mit Alexander Schlager im Tor aber einen großen Rückhalt. Der LASK-Schlussmann parierte bei der besten Möglichkeit der Serben nach einer halben Stunde gegen Lazar Randelovic in höchster Not mit der Hand. 8 Minuten später hatte Schlager auch Glück, als ein Freistoß der Hausherrin von der Stange zurück ins Feld sprang. Offensiv kam von den Österreichern nach den ersten ausgeglichenen 20 Minuten nur noch wenig. Kapitän Philipp Lienhardt machte mit seinen Nebenleuten in der Defensive jedoch dicht. Kevin Danso scheitert knapp nach Seitenwechsel, bot die Gregoritsch-Elf weiter eine starke Vorstellung. Die Serben wurden mitunter früh im Spielaufbau gestört. Aus einer solchen Situation ergab sich eine gute Freistoßmöglichkeit, Adrian Gabik Versuch wurde vom serbischen Tormann zur Ecke pariert, 62. Ein Kopfball des engagierten Kevin Danso im Anschluss an diese fiel zu schwach aus. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich dann bis ins Finish. Erst zu Beginn der Nachspielzeit musste Schlager gegen Danilo Pentik noch einmal sein Können beweisen. Werbung, Werbung.